Aber nehmen wir mal an, ich habe 10 5-Euro-Scheine. Und einer davon ist haram. Der eine davon ist gestohlen worden. Übrigens, wenn man derart spricht, erwünscht, ist es erwünscht, das entnimmt man auch aus den Ahadith, auch die Fuqaha erwähnen, dass die Welt immer sehen, sie sprechen dann von der dritten Person. Auf einmal gehen sie über in die dritte Person. Das heißt, er sagt dann, wenn er das gestohlen hat, um nicht vom Ich zu sprechen, wenn ich das gestohlen habe. Das entnehmen wir, das sehen wir auch in einigen Texten der Sunna. Ihr kennt bestimmt den Hadith von im Sahih, als der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Sterbebett lag. Er spricht, der Überlieferer spricht aus der Perspektive des der dritten Person. Und dann, als er zu Abu Talib kam, er sagt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ja am qul kalimatan uhaju laka biha indallah, mein Onkel, sprich diese Worte aus, oder sprich Worte aus, die ich für dich am Tag der Auferstehung als sozusagen als Hujja vorbringen kann. Und dann sagte er, fakana akhir ma qal, das letzte, was Abu Talib gesagt hat. Wenn er jetzt sagt, das letzte, was er gesagt hat, müsst ihr jetzt zitieren, richtig? Ich so und so. Aber er sagte, fakana akhir ma qal, huwa ala millati millat Abd al-Muttalib. Das letzte, was er sagte, war, er ist auf der Milla von Abd al-Muttalib. Eigentlich, wenn man nach den Regeln des Zitats geht, müsste er jetzt sagen, er sagte, ich bin auf der Milla von Abd al-Muttalib.